Hallo, ich bin so euer lieber Odo. Das wackelt das Bild. Wir befinden uns hier bei einem interessanten Let's Play, nämlich einem Let's Play zu einem Brettspiel. Meine Tochter und ich, wir haben das Brettspiel Pandemie und wir haben uns gedacht, jetzt, nachdem wir zu Hause sind mit dem Coronavirus und allem, werden wir einfach eine Partie Pandemie spielen. Für all jene, die das Spiel nicht kennen, es ist ein kooperatives Brettspiel, bei dem man versucht, vier verschiedene Krankheiten von der Welt zu entfernen oder zumindest zu heilen. Also gewonnen hat man, sobald man vier Gegenmittel gegen die vier Krankheiten hat. Das Problem ist, das Brett ist gegen einen, das heißt, die Krankheit breitet sich einfach aus und wenn man nicht schnell genug handelt, dann stirbt man. Zu zweit ist es nicht ganz so einfach und in den nächsten 30 Minuten, die nach dieser kurzen Einführung folgen, werdet ihr sehen, wie wir alle enden könnten oder wie die Corona-Krise zu Ende gehen könnte. Schauen wir mal. Ich hoffe, es gefällt euch. Bis dann. So, jetzt starten wir Pandemie. Ha. Ich weiß nicht, ob man uns jetzt hört. Wäre schön. Kind? Ja. Wir zwei spielen Pandemie. Wow. Und besiegen den Coronavirus. Hier in Taipei ist er ausgebrochen. Unser erklärtes Ziel wird sein, den Coronavirus auszurotten, bevor er uns ausrottet. Ich finde das Teil nicht schlimmer, was auch immer es sein soll. Gelbfieber. Ja, die Pest scheint doch nicht so verbreitet zu sein. Gott sei Dank. So, für all jene, die es nicht kennen, wird es auch nicht erklärt werden. Ihr habt so Pech gehabt. Wir spielen das jetzt. Es ist kooperativ, wir spielen zusammen. Also nicht wundern, wenn wir zusammenarbeiten. Gut, fangen wir an. Wir tun so, als würden wir nicht aufgenommen werden. Wer fängt an? Du oder ich? Fang du an, dann kannst du mir die Karte geben. Okay, gut. So, ich bin die Forscherin. Ich bin den. Was ist denn der den da? Betriebsexperte, Entschuldigung. Gut, ich gebe dir, weil als Forscherin darf ich das die. Warte, muss ich dir nicht. Hätte ich die, müsste ich nein, dir nicht weitergeben? Ich darf dir einfach irgendwelche Karten geben. Als eine Aktion gebe ich dir diese Karte. Als zweite Aktion fahre ich hierher. Als dritte Aktion nehme ich einen Würfel weg. Und als vierte Aktion könnte ich entweder noch einen Würfel wegnehmen oder da rüberfahren. Ich fahre da rüber. Hört sich gut an. So, Aktion fertig. Jetzt passiert Folgendes. Oh je, ich habe als erstes eine Epidemie gezogen. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. So, ich ziehe gleich noch einmal zwei Karten. Die gehören nämlich mir. Ich bin enttäuscht von dir. Taipei. Das ist gut. Moskau. Ich bin auch enttäuscht von mir. Gut, die zwei werden wahrscheinlich nicht so bald brauchen. 14. Epidemie. Unterste Karte wird gezogen von dem Stapel und wir legen bitte drei rote Würfel nach Osaka. Da wollte ich hier gerade. Das ist mal das Erste, was passiert. Was passiert bei einer Epidemie? Oh, super. Du könntest auf die Epidemie-Karte schauen. Ah ja. Gut. Ausweiten. Bewegen Sie den Marker für die Person. Toll, das ging ja schnell. Ja, bitte. Gern geschehen. Nehmen Sie die unterste Karte, habe ich gemacht. Verschärfen. Mischen Sie den Infektionsablagestapel und legen Sie ihn oben auf den Infektionszugstapel. Das ist schlecht. Selbst meiner Zeugsdingsel da ist jetzt schlecht, nicht wahr? Boah, wenn da Taipei oder Osaka gezogen wird, das ist fürchterlich. Da gibt es einen super Ausbruch. Okay, die Welt geht unter, bevor wir überhaupt angekommen sind an dem Ort. Warum? Den obersten Stapel sicher du gemischt. Vollkommen falsch gemacht. Nein, den obersten Stapel hast du gemischt. Ich habe extra meinen Stapel draufgelegt, damit mir sowas nicht passiert. Naja, das sehen sie alle.
haben aber immerhin schon. Und die nächste kann sein, dass urlange braucht. So. Hoffentlich. Gut. Du musst noch zwei Infektionskarten ziehen. Butter. Ja. Und. Atlanta. Ach Gott, vielleicht kannst du da noch entfernen, bevor du wegfährst, nächste Runde. Okidoki. Also. Das war ja ein großartiger Start. Also. Was hast du da eigentlich für ein eigenes Super-Dings gehabt? Achso, ich kann einen Spieler von A nach B bringen. Das ist gar nicht so blöd. Eine beliebige Spielfigur und eine beliebige Stadt. Aber wenn ich eine fremde Spielfigur, also dich, nehme, dann muss ich dein Einverständnis haben. Ich darf dich nicht ans andere Ende der Welt fliegen, ohne dein Einverständnis. Ich setze dich jetzt nach Johannesburg, weil dort ist es viel ungefährlicher für dich. Okay. Dann soll ich dich handeln. Dann fliege ich nach Osaka. 2. Solche Behandlung. 3. Dings setzen. Ich kann hier kann es nicht in Tee bei dich hinstellen. Ja. Dann mache ich eine Spezialaktion. Forschungslabor. Okay. 4. Jetzt ziehe ich, oder? Aha. Karten sich? 2. Du darfst nicht mehr als 7 auf. Ja, das wird nicht passieren. Meinst du? Ich habe vor, viel herumzufliegen. Also. Ich habe da 2 rote. Du hast 2 rote. Vielleicht sollten wir schauen, dass wir Rot bereits in irgendeiner Form heilen. Ja, so, du darfst da auch 2 Karten ziehen. Ah ja! Ja, was? Das ist Chennai ist okay, das ist okay. Außerdem kann ich nach Chennai fliegen. Mailand! Das ist auch okay. Das ist auch okay. Ja. Schau, ich mache alles richtig. Du machst nicht es. So wie andere Leute. So, ich werde die 2 jetzt auseinandernehmen. Ja, das wäre. 1, 2, 3. Und mit der 4. Aktion kann ich nach Chennai fliegen. Dann könntest du Richtung Chennai gehen. Durch Taipei. Durch Taipei, genau. Taipei. Fast. Und wir könnten uns dann quasi unterwegs treffen und schauen, dass wir auf 4, 5 rote Karten kommen. Dann können wir zumindest Rot einmal relativ schnell ausrotten. Dann hätten wir den Coronavirus ausgerottet, bevor er sich nach Europa ausbreitet. Ich meine, wir sterben dabei an Gelbfieber, aber das ist nicht so wichtig. Okay. Ja, aber Gelb haben wir nur 2 Karten. Ja, das ist ein bisschen blöd. Jetzt nicht spielen. Okay, gut. Dann mache ich 1. 2, 3. Und ich lege die Karte ab. 4. Da darfst du 2 Karten ziehen. Hoffst, dass eine rote dabei ist? Warte mal. Besser wäre es, wenn du eine rote ziehst. Okay. Weil ich möchte dir die roten Karten geben. 2-mal. Du hast eh keine roten gezogen. Also liegt das jetzt an mir. Großartig. Ja, du bist schuld, wenn wir es nicht schaffen. Nein, du bist schuld, wenn du jetzt Taipei ziehst. Weil das ist das Einzige. Ja, stimmt. Taipei ist das Einzige, was einen Ausbruch macht. So, Mexico City, darum habe ich mich gerade vorhin gekümmert. Ich bin super. Unfassbar. Und Osaka. Darum habe ich mich vorhin gekümmert. Ich bin super. Du bist spitz. Und jetzt hätte ich gleich wieder drum kümmern dürfen. Ja, du bist dran. 2, 4, 6. Ich habe 6 Karten. Dauert es noch. Ich habe auch 6. Das heißt, du musst eine Karte ausgeben. Ich könnte das eigentlich zu dir, aber egal. Stimmt, das könntest du machen. Ich kann dir nämlich auch Karten geben während meines Zugs. Soll ich? Ja. 1, 2, 3, 4. Da kann ich 2 Karten heben, ohne dass ich was ablegen muss gleich. Ja. Ich habe schon 6 Karten. Ja, ja. 1, 2, 3, 4. Muss nicht jemand zu dir? Wäre besser, dich zu mir zu bringen, oder? Okay, dann bist du doch näher gleich bei da. Genau, weil dann kann ich mich von da nach da ziehen. Ja. Dann zieh ich zu.
gibst du sie dann erst wieder Karten ablegen. Ja, dann müssen wir halt Karten ablegen. Und das ist alles blau. Großartig. Ich habe keine blauen Karten. Jetzt habe ich vier. Können. Super. Gib da zwei Karten. Das will ich aber nicht. Du scheinst nicht viele Karten in der Gegend zu haben. Naja, ich könnte von hier irgendwo hinfliegen, weil ich habe die Taiping-Karte. Achso. Noch besser, dass ich nicht zu mir gut habe. Es ist schwierig, zu zweit auf die 5 Karten zu kommen, wenn man nur ein Limit von 7 Karten hat. Wirklich? Glaubst du? Aber ich meine, wir können blau schon fast heilen. Ja, wir können auch rot schon fast heilen. So gut in blau. Andererseits geht Chicago ja gleich aus. Also. Das heißt, ich bin dran. Das ist irgendwie doof. Wir könnten. Soll ich dir Karten geben? Und welche Karten soll ich dann weggeben? Ich meine, ich könnte blau weggeben, weil ich will eh nach Chicago reisen. Ich könnte dir Taipei geben. Dass du vom Taipei nachher überall hinreist. Ja, aber wir brauchen ja rot, willst. Oder? Ja, ist okay, wir können auch blau heilen. Jetzt ist, du hast schon 4 blaue. Das heißt, es wäre besser, wir heilen blau irgendwie. Gelb haben wir eh wenig. Ich habe Lagos und du hast Khartoum. Das ist super, die zwei Städte sind absolut bescheuert. Ich meine, du kannst mir auch Taipei geben, aber dann brauchst du halt länger hin. Nein, weißt du was? Ich nehme Taipei, gehe da rüber, heile da wieder runter ein wenig und schau, welche Karten ich kriege. Und je nachdem, welche Karten du kriegst, mache ich es dann unterschiedlich, wie ich genau, zurückkomme. Und ich mache es dann nämlich so, dass ich Folgendes mache. Ich fliege da rüber, da hier. 1, 2, ich nehme eins weg. 3. Ich nehme das weg und dann stehe ich direkt neben Atlanta. Du kannst relativ einfach nach Atlanta kommen. Das heißt, wenn ich blaue Karten kriege, dann können wir blau heilen. Können wir blau heilen. Genau. Ich gebe Taipei ab. Du bist. Flieg daher. Heile. Das ist 2. 3. So, jetzt habe ich 5 Karten, das ist perfekt. Das heißt, ich kann 2 Karten nehmen. 1, 2, habe eine blaue Karte und eine schwarze Karte. Du kannst schwarz fast heilen? Ja, ich weiß. Gott sei Dank, das haben wir ja so dringend gebraucht. Ja. So, und dann nehmen wir 2 Karten. Das brauchen wir nicht so dringend. St. Petersburg. Brauche ich auch langsam mies. Taipei. Achso, ja klar, war klar, dass das kommen müsste. Irgendwann müsste das ja auch kommen. Gut. Du bist dran. Soll ich. Sollen wir blau heilen jetzt, wenn geht? Soll ich. Also wir können es jetzt auf 2 unterschiedliche Arten machen. Ich könnte Taipei noch einen Stein wegnehmen und dann würde ich genau bei dir enden, könnte das Heilmittel aber nicht mehr machen. Oder ich mache das nicht. Aber du kannst mir deine Karte nur deinen Zug geben, oder? Nein. Bei der Aktion Wissen teilen können Sie die Karte einer beliebigen Stadt wenden, einer beliebigen Stadt weitergeben, auch im Zug eines Mitspielers. Achso. Beide Spielfiguren müssen sich in derselben Stadt befinden. Ich meine, ich könnte. Ich würde sagen, machen wir ein Heilmittel gegen Blau, weil wir haben zu viele Karten. Okay. Vergiss Taipei. Wer weiß, wann die nächste Epidemie kommt. 3. Ich gebe dir Paris. 4. Ah, nein, wir können es nicht heilen, weil jetzt erst 4 ist. Ach stimmt, weil außerdem ist hier keine Dings, ist hier kein.
traurig es auch sein mag. Ja, ich meine, vielleicht auch rot. Die schwarzen will ich schon gern aufheben. Ja, ich meine, jetzt hast du schon vier Schritte. Ich habe schon vier, genau. Vielleicht hast du ja auch Glück und hebst jetzt der blaue, dann brauchen wir gar nichts. Ziehen. Mexiko stört. Noch eine Epidemie. Das könnte ein Problem werden. Naja. Ich meine, wir haben jetzt überall nur St. Petersburg, ist halt das Problem. Weil wenn St. Petersburg hoch jetzt schnell kommt, dann muss ich eine blaue Karte hergeben, um da schnell hinzukommen. So, wir kriegen auf jeden Fall mal eine 3 nach Ho Chi Minh. Das ist gut, weil die habe ich als Karte. Außerdem ist das nicht gut. Andererseits muss ich jetzt was abgeben an Karten, also vielleicht... So, du kriegst aber noch eine Karte. Krieg ich? Ja, hast schon. Du hast erst eine gezogen. Stimmt. Du kriegst immer zwei Karten. Kinshasa. Das ist schon wieder eine afrikanische Stadt. In Afrika ist aber nichts. Wir sind da. Oh, Mexiko-Stadt habe ich auch. Das ist klar. Okay, ich darf nur 7 Karten behalten. Wir können uns auch den einen oder anderen Ausbruch überleben. Wir überleben auch den einen oder anderen Ausbruch und Bogota. Jetzt habe ich halt 3 gelbe insgesamt. Und gelb ist halt wichtig. Wieso ist gelb wichtig? Ja. du musst 2 Karten ablegen. Ja, ich weiß aber nicht, welche Karten ich ablegen soll. Ist es besser, wenn ich nimm eine gelbe und eine rote. Danke. Sydney und Kinshasa zum Beispiel. Schwarz ist jetzt noch nicht ganz so wichtig, auch wenn es schön wäre. Ja, wäre natürlich schön, aber ja. 1, 2. Schwarz wäre noch dran. Naja, ich habe jetzt eine rote Karte. Aber ich meine, die rote Karte ist wenigstens schön da, wo ich hin muss. Aber okay, so, dann mein erstes da. Ist... Nein, du musst es da machen. 1, 2. Da kannst du nicht gleich ein. 3. Was soll ich mit 4 machen? Darüber? Ja. Das ist, glaube ich, am wichtigsten jetzt, oder? Warte. Wir haben ein Heilmittel, du heißt gleich alles. Stimmt.
soll ich jetzt gleich rüberfliegen? Ja, flieg gleich rüber. Oder warte, wie viel brauchst du? Du brauchst. Achso, warte mal, dann brauchen wir. Ja, oh ja. Zwei, drei. Nein, nein. Eins, das ist wichtiger. Eins. Eins, ausrotten. Weil wenn wir. Doof, weil sie nicht miteinander verbunden sind. Deswegen meine ich ja, dass das blöd ist, weil du kommst höchstens hier hin. Weil ich könnte meinen Zug auch noch hier verbringen und dann am Ende meines Zuges irgendwie dahin. Dein Zug ist eh schon fast zu Ende, du hast nur noch einen Zug. Ja. Dann gehe ich halt rüber und versuche Rot zu besiegen. Alleine. Ja. Nein, blau besiege. Alleine. Ja, nur mit meinem Gegenmittel. Schau mal, ich habe schwarz gezogen. Das ist gut, dann kann man vielleicht schwarz auch besiegen. Kannst du mir Ho Chi Minh geben und ich gebe dir ein paar schwarze Karten. Stimmt. So, zieh zwei Karten. Ich will aber nicht. Natürlich! Jetzt ein Ausbruch. Das muss ich nicht dahin legen, oder? Nein, du legst da, da, da und da was her. Ach ja, Gott sei Dank, wenn nur das ist. Ho Chi Minh ist ja auch so super, weil es so wenig Verbindungen hat zu anderen Städten. Nur auf den Philippinen. Und jetzt kommt schon St. Petersburg. Osaka. Fast. Es war gut, dass ich da hingekommen bin. Keine Philippinen. Die Philippinen sind Manila. Taipei ist. Ich meine nicht Taipei, ich meine Ho Chi Minh. Das ist Vietnam. Entschuldigung. Erstens einmal ist es. Das ist. Ja, ja. Alles Inseln zwischen Asien und Australien. Okay. Eins. Zwei. Sollen wir Mailand ignorieren? Ich meine, so können wir Blau halt ausrotten. Das stimmt. Und jedes Mal, wenn da eine blaue Karte kommt, ist uns wurscht. Drei, vier. Ich muss halt auf. Juhu, ich bin ein Arzt machen und da hinten irgendwie alles ausrotten. Ich muss jetzt noch Karten auflegen. So, ich krieg zwei Karten. Eins. Santiago. Und Manila. Also Manila ist wichtig. So, warte mal. Dann kann ich dir das geben und dann hast du fünf. Dann gebe ich Lagos ab. Schwarz ablegen und hoffen, dass du eine schwarze gibst nächstens. Ja, ich glaube schon, weil schwarz ist weniger wichtig als gelb. Ich hoffe, es kommt jetzt nicht St. Petersburg oder Mailand. Nein, Mailand kann kommen, aber St. Petersburg kommt hoffentlich nicht, weil sonst haben wir da wieder einen blauen Dings. Oder nein, Atlanta war schon. Kannst du das nicht? Du kannst das doch eh noch, oder? Nein. Eins, zwei, eins, weg, zwei, drei. Ich bin kein Arzt. Ich bin zuerst 1 gefahren, 2, ich habe es weggemacht, 3, ja, 4. Aber ich meine, selbst wenn Mailand kommt, dann. Achso, St. Petersburg war das Problem. Weg. Und hoffe einfach, dass du eine schwarze Karte ziehst. Ja, weil schwarz ist am ehesten unwichtig noch. Ja, so, und wir ziehen Los Angeles. Panik, Panik, Panik! Ziehen. Chennai. Yay! Weniger Panik. Ich weiß nicht. Okay, es ist das einzige Schwarze hier, also so gesehen. Weniger Panik. Gut. Es hätte wesentlich schlimmer sein. Du bist dran. Okay. Wie genau mache ich das jetzt? Du bewegst dich langsam Richtung Ho Chi Minh Stadt. Eins. Zwei, drei, das da auch noch was wegnehmen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, ja, zum Beispiel. Ja, okay. Komm schon, zwei schwarze Karten. Zwei schwarze Karten. Perfekt, Bruder.
so viele sind das. Fürchterlich, jetzt werden auch immer drei Karten gezogen. Schön! Wow! Jetzt kann Los Angeles wiederkommen. Jetzt kommen drei Dinge nach Hongkong. Jetzt ist sogar Chennai! Jetzt kommen drei Dinge nach Hongkong. Wo ist Hongkong? Das ist schlecht, weil da ist schon was. Ausbruch! Das heißt, wir haben einen Ausbruch! Wir haben zwei Ausbrüche. Noch ein Ausbruch! Warte mal, machen wir zuerst den Hongkong-Ausbruch. Da, da und da. Hier, uns geht gleich der rote Würfel aus, ich habe das nicht gewusst. Ja. Und dann zweiter Ausbruch. Da, da und da. Ha! Huff! Okay, ich werde hier ein Forschungszentrum bauen, wenn ich hier hinkomme. Und dann. Ja. Musst du nirgends hingehen und du machst das einfach mit dem. Ja. Tu das. Bin ich dran? Du bist dran. Eins. Ah, warte, warte, warte. Zwei, vier, sechs, ich krieg noch Nein, einen warte, Vater. Wir haben. Sieben. Wir haben auch erst eins davon gemacht. Das stimmt, du bist jetzt gewünscht werden. Das heißt, ja, jetzt sterben wir. Wir sterben jetzt, ja. Wir sterben jetzt wirklich. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass eins da kommt. Wir sterben tatsächlich an Corona. Jetzt besser gemacht. Ah, komm schon. Es kommt jetzt St. Petersburg und Mailand. Kommt wahrscheinlich Chennai. Ja, oder Los Angeles. Wenn hier ein schwarzer Würfel hinkommt, bricht das dann auch nein, aus? Nein, dann sind einfach beide Krankheiten dort. Okay. Zieh zwei Karten. Warum du bist dran. Muss ich dran? Achso, weil ich bin dran, Entschuldigung, du hast recht. Hey, Taipei, wir haben noch einen Ausbruch. Ja. Und damit ist und es damit zu Ende. Ist es zu Ende, ja. Es kommt hier und hier hin und dann bricht das hier noch ja, mal aus. Ja, da auch sogar. Und das ist, ja, wir haben verloren. Und dann bricht das dann nochmal aus und dann bricht das dann nochmal aus. Und dann ist es ein ewiger Kreislauf des Ausbrechens. Freunde, so spielt man das Spiel nicht. Wir sind elendiglich gescheitert. Wie haben wir drei... so viel. Ja, die waren halt relativ früh. Warum? Weil das Leben gemein ist zu dir. Immerhin, die blaue Krankheit haben wir mehr oder weniger ausgerottet. Toll, die hat auch mehr oder weniger keinen Schaden gemacht. Stimmt. Ja, aber wir haben Rot nicht früher machen können. Weil wir gelb uns kümmern mussten. Jetzt bin ich traurig. Kommen wir weg. Ich drehe ab. Das stelle ich nicht ins Internet. Danke. So wird die Menschheit untergehen. Was meinst du das? Noch letzte Worte? Nein. Vertraut nicht auf uns, wenn es um Epidemien geht.